Ich bin der Patrick, Keitel Patrick, ich bin 29 Jahre alt, bin eigentlich ein gebürter Oberfinchger mit einer reinen Augewachsen. Und ich bin einer von auch hier. Ich bin Alex von Ahia. Ich kümmere mich um die Verwaltungsaufgaben in Unternehmen und tue aber selber gerne leidenschaftlich fermentieren. Das Wort Ahia kommt angeleitet eigentlich aus dem Finnischen Dialekt, was so viel heißt wie da, weil es jetzt und das da für uns eine große Rolle spielt. Wir haben einfach gesehen, dass die Leidenschaft zum Fermentieren, die haben wir beide und da wollen wir einfach etwas draus machen, dass das auch der Welt zugute kommt. Und jetzt baut Bauer. Die Leute fragen uns alle, wie wir zu denen gekommen sind, dass wir da im Deckpark fermentieren, dass wir da mit Getreide rumspielen. Und wieso macht man das eigentlich? Und das Krasse, wieso wahrscheinlich, weil es noch keiner mit Südtiroler Urgetreide macht. Von der Fermentation hat mich allem fasziniert, dass sie so vielseitig ist. Es wird mehr fermentiert, als man denkt. Und das Thema Fermentation ist einfach so vielfältig. Und wir haben uns jetzt einen kleinen Teil ausgesucht. Wir machen andere Sachen, aber wir begrenzen uns jetzt einmal auf Shoyu und Miso. Shoyu ist besser bekannt als Sojasauce. Man kann es hernehmen wie ein flüssiges Salz zum Würzen, Marinieren von Fleisch, Fisch und Gemüse. Oder auch zum Glasieren. Und der Miso ist eine Würzpaste, die man vielleicht von der Miso-Suppe her kennt, die aber auch für Dressing, zum Verfeinern von Soßen oder als Marinade verwendet werden kann. Wir stellen das eben nach asiatischer Tradition her, mit Südtiroler Ingredienzien. Ganz wichtig für uns ist eben auch mal ganz am Anfang zu verstehen, hey, was haben wir eigentlich daheim? Was ist da in Südtirol? Was ist optimal für die Fermentierprozesse, was wir brauchen. Ne? Und deswegen war es eben voll interessant auch zu sehen, einmal die Finchgauer Seite, einmal eben von der Leinburg, weil ich in Richtung Dietenheim gekommen, glaube ich, all drei. Nicht? Und da sind eigentlich, du hast einmal das gleiche Korn, aber du merkst halt, ja, der eine hat vielleicht ein bisschen ein anderes Aroma drinnen und mit den Bohnen eben, wir sind ja quer durch ganz Südtirol gecruised mit dem Bus. Green Energy. Wie gesagt, mit den Nadeln sind wir unterwegs, wir haben Bohnensorten gefunden, die seit über 200 Jahren nicht mehr angebaut werden. Also wir den wirklich so viel wie möglich im Haus an Forschung betreiben und versuchen halt, wenn wir verstanden haben, okay, die Bohnen funktionieren gut, auch Bauern zu finden und auch einfach von Agrarpunkt mal wieder weg von den Äpfeln, weißt, in die Leute auch die Motivation geben, hey, wir können so viele andere Sachen anbauen. Wir müssen weg von Monokultur. So, gestern. Hallo Manuel. Das waren unsere Getreideproben. Was hast du uns da mitgebracht? Das sind eigentlich alles Versuchsproben, die wir in Dietenheim im Pustertal umbauen. Da haben wir zum Beispiel einen Markthofer, den wir da drinnen haben. Das war für uns von einem Sortenversuch, von Speisehofer. Da sieht man eben, da ist der Spalz weg, der Körner sind ganz frei. Dann haben wir da auch einen Spalzhofer oben. Das sind eben Körner, die sind noch von den Spalzen umschlossen praktisch. Und sicher interessant, wie sich die für ein Projekt eignen. Dann haben wir recht typisch für Südtirol, haben wir einen Buchweizen. Oder Binzhorster Schwarzblend nach. Den haben wir jetzt in der Schale. Genau. So wie ein Binz eigentlich typisch ist. Ich kenne ihn eben geschälter auch. Dann haben wir da einen Roggen, einen Winterroggen. Das ist eigentlich in Südtirol das Getreide, was am meisten umgebaut wird. Der wächst wirklich auch im Berggebiet auch bis fast 2000 Meter Meereshöhe. Der ist ein bisschen größer, aber der Ruhrroggen für die Finchgau, gell? Ja, da bin ich gespannt, weil das ist eigentlich in Südtirol so am meisten umgebaute Getreide. Dann haben wir als nächstes einen Dinkel. Wir tun eigentlich nichts anderes. Wir machen die ganzen verschiedenen Testreihen mit Südtiroler Getreide oder mit heimischen italienischen Getreide. Vor allem auch Urgetreide, also Sorten, die in Vergessenheit geraten sind. Und inokulieren die mit unseren verschiedenen Schimmelkulturen, um zu sehen, was für Produkte wir rauskriegen. Und ich glaube, auch während der Testzeit hat man im Alex gemerkt, wie bärig es eigentlich ist, wenn du
das Miso nicht von der Naturalia kaufst, sondern selber machst, was da für eine Kraft dahinter ist, was da für Geschmacksnuancen rauskommen, wenn du Getreide wechselst, wenn du mit Röstaromen spielst, wenn du mit Salzverhältnissen spielst und so Sachen. Genau, und zum Beispiel Salzverhältnisse zu reduzieren und dadurch mehr Eigengeschmack zu bekommen. Genau. Und was man noch dazu sagen kann, ich lebe seit mehreren Jahren vegan und die haben einfach gesehen, dass die Fermente so viel Geschmack und Aromen ins Essen mit einbringen, den man sonst eigentlich nicht kennt. Und bei Umami handelt es sich um einen fünften Geschmackssinn, der praktisch alle anderen vier Geschmäcker vereint, also süß, sauer, salzig, bitter. Und den vollmundigen, fleischigen Geschmack, sagt man auch, bietet. So wie wir arbeiten eigentlich in der Küche, ist eigentlich das Ungesündeste für unseren Planeten, was man einfach sortieren kann. Von der Verschwendung her bis zu dem ganzen Wahnsinn von extravaganten Produkten aus der Welt irgendwo zu kaufen. Das zum Glück hat jetzt mit Corona aufgehört. Und das lokale Denken hat wieder angefangen, sondern jetzt nach Corona. Ich als Ex-Koch, sage ich mal so, ich bin mein ganzes Leben als Koch in der Welt unterwegs gewesen. Und dann habe ich gesagt, ich will nicht mehr kochen in Südtirol. Ich habe keine Lust auf die Gastroszene in Südtirol. Es gibt sicher viele Einzelne, die eine super tolle Arbeit leisten, aber im Großen und Ganzen sind wir einfach noch auf einem Punkt, wo ich selber mich nicht mehr einbringen kann, wo ich sage, okay, das ist das Richtige, was ich da tue. Und deswegen habe ich mich einfach entschieden, mich da zu 100% in das Projekt mit Alex reinzuschmeißen. Und das ist das, was wir seit einem Jahr tun. Eigentlich komme ich eben nicht aus der Küche, aus der Gastronomie, sondern ich war vorher im Baugewerbe tätig und dann in Berlin Bauingenieur studiert. Bin dann über Umwege zur Landwirtschaft gekommen. Und dann habe ich mich mehr fürs Thema interessiert, bin eben zur Fermentation von Shoyu und Miso gekommen. Habe dann angefangen, eine Kammer zu bauen, einen Kojimuro, der im japanischen Sommer imitiert. Und so ist das Ganze dazu gekommen, dass ich dann am Neutechpark einen Antrag eingereicht habe, um das Konzept eben auch marktfähig zu machen, dass man solche Produkte wie Shoyu und Miso auch allen zur Verfügung stellen kann. Die Neu greift den Store unter die Arme, eben indem sie uns mit Kursen, mit Weiterbildungen unterstützt, um das Ganze vom unternehmerischen Aspekt auch zu betrachten. Und dann wird man auch begleitet vom Anfang, von der Idee bis zum fertigen Prototypen, bis ein Produkt auch marktreif ist und so an den Kunden weitergeben kann. Genau. Sie sind eigentlich super in der Sache, weil Sie hier verschiedene Mittel und auch verschiedene, sagt man, ja, Türen öffnen. Und man wird sehr viel motiviert, weil die Anfänge nicht leicht sein. Ja. Und man es oft auch down hat und dann wieder aufstehen muss und weitermachen. Jetzt brauchen wir mal eine gute Finanzierung, dass wir so ein bisschen an Geld kommen, damit wir unsere Gründung machen können, damit wir die ersten Geräte ankaufen können und da größere Mengen von unseren Shoyu und Miso herstellen können. Für die Shoyu-Herstellung, für die erste Fermentation, brauchen wir einmal eine Proteinquelle. Jetzt machen wir da einmal eine Auswahl von verschiedenen Buschbohnen, aber wir verwenden auch Stangenbohnen. Als zweites brauchen wir eine Kohlenhydratquelle, da haben wir da verschiedenes Getreide ausgewählt. Und das dritte, was wir brauchen, ist eine Starterkultur, das ist ein Edelschimmel aus Japan. Da haben wir ein bisschen Getreide, was bei uns in Südtirol auch heimisch ist. Da siehst du einmal die ungeröstete Variante ganz vorne und dahinter die geröstete Variante. Durch den Röstprozess geben wir ein wichtiges Aroma in Shoyu mit ein und ist auch wichtig für die Farbe. Und um das ist Mycelium, das heißt das Bakterium von dem, was der Alex erzählt hat, Aspergillus soyae, besser zugreifen kann auf den. Das sind die, die das aufbrechen, quetschen oder mahlen, whatever. Und dann schaut es so aus. Davor haben wir eben als Proteinquelle wir uns entschieden, die Runde Finchko Berglinsen zu nehmen. Die haben wir gerade gekocht. Und nachher gehen wir her und entscheiden uns für eine Kohlenhydratquelle. Da haben wir einen Nackthofer. Der ist jetzt schon 1 zu 1 angewogen, also im Mengenverhältnis traditionell geht man her und nimmt 1 zu 1 von jedem Substrat. Gibt es da drüber, das ist alles schon abgewogen logischerweise.
Da machen wir genau das Gleiche mit der Braugerste. Weil wir eben so viel wie möglich verstehen wollen, was für geschmackliche Nuancen durch die verschiedenen Getreide rauskommen. Nehmen wir einmal eine Grundquelle, das Protein, und dann noch dazu verschiedene Getreidesorten, oder sprich Kohlenhydratsorten. Um einfach zu verstehen, wie ist der Geschmack, wie entwickelt sich der Geschmack, ist da irgendein Unterschied. Und das ist so das, was wir in so einem letzten Jahr teilweise ziemlich damit beschäftigt haben. Jetzt ist der Koji-Tray ist vorbereitet. Koji ist das, was wir jetzt eben gerade machen. Und jetzt gehen wir her in unsere Starterkulturen, da haben wir unsere eigenen Kulturen weitergezogen. Das heißt, wir haben Finchko Bauerngerste genommen und haben unsere Bakterien darauf gezüchtet, aussporen lassen, langsam getrocknet. Und wie ihr es jetzt seht, der schöne, grüne Stab, das sind Billiarden von Mycelien, die gerade nach Essen suchen. Und jetzt gehen wir her mit unserer sauren Hand und versuchen, das Substrat ein bisschen einzumassieren. Das heißt, wir versuchen, alle Körner, die wir sind, gepicken, ein bisschen zu trennen. Und durch den Massageprozess versuchen wir einfach, das Mycelium so gleichmäßig und so schön wie möglich zu verteilen. Genau, und dann braten wir alles schön wieder aus. Und jetzt machen wir uns einen kleinen Sengarten. Sengarten sagen wir allem deswegen, weil die Linien, was wir jetzt sagen, die Einfuchungen, was wir machen, das ist eine Technik, die tut man, um die Oberfläche zu erweitern und um den Sauerstoffzufuhr ein bisschen zu verbessern. Trotzdem decken wir alles noch mit einem feuchten Tuch ab, damit nicht zu viel Feuchtigkeit verdampft. Jetzt nehmen wir das Ganze in Kojimuro, wo eben konstante Temperaturen und Feuchtigkeitsbedingungen herrschen, damit unser Edelschimmel am besten wachsen kann. Dann schauen wir mal rein. Da haben wir jetzt einen schönen, ausgesporten Schimmel drauf, schön gleichmäßig. Dann füllen wir das Ganze ins Glas ein. Jetzt haben wir das ganze Substrat drinnen. Jetzt kommt die Salzlake dazu. Und dann lassen wir das Ganze stehen für 3 bis 6 Monate. Gewisse Soßen brauchen ein Jahr oder länger. So, nach 6 Monaten schaut das Ganze so aus. Da sieht man auch noch schön, wie es blubbert. Oben sind die Hefen, das sind unsere Freunde. Und als Ergebnis haben wir wertvolle Nährstoffe drinnen. Neue Vitamine, die sich aufgebaut haben, wie D- und B-Vitamine. Und ganz, ganz wichtig ist die Glutaminsäure. Das natürliche Glutamat, was uns noch das Gefühl gibt von mir will mehr. Am Ende vom Fermentationsprozess, weil wir einen gewünschten Geschmack erreicht haben, pressen wir die Masse aus, filtern sie. Und dann schaut das Ganze so aus, das ist dann unsere Shoyu. Von lauter Fermentieren habe ich jetzt richtig Hunger gekriegt. Und ich würde sagen, jetzt legen wir mal los und machen uns ein schönes Mittagessen, oder? Genau. Fakt. Mit sauter Rösten, trocken ohne Öl, ohne nichts. Da geben wir einmal das Umami ein bisschen in Pulverform dazu. So, ich glaube, die ganze Geschichte ein bisschen lasieren da. Haben wir jetzt weg. So, und da haben wir jetzt wunderbar glasierte Spargel. Schmeißen wir mal so ein bisschen Miso noch dazu. Hier ist wunderbar, wir haben die schönen Käsing-Aromen drinnen. Haben wir hier unseren Misotto, dazu unsere in Hefegarum lasierte Spargel. Zum Abrunden haben wir hier noch mal ein bisschen Umami-Pulver.
Mahlzeit. Mahlzeit.